Ja, herzlich willkommen, guten Tag. Das ist natürlich kein besonders guter Tag und es ist auch keine besonders schöne Situation. Es ist nie gut, wenn man einen Mitarbeiter oder einen Trainer entlassen, beurlauben muss. Auch wenn es vielleicht wie eine Floskel klingen mag, es ist aber wirklich nicht so gemeint. Mein und unser Dank geht an Benoit, der in den letzten 4 Jahren sehr, sehr viel gemeinsam mit uns bewegt hat und einen wirklich sehr großen Anteil daran hat, dass wir jetzt in Folge 3-mal die Playoffs geschafft haben. Aber in den vergangenen Wochen hat sich unserer Meinung nach gezeigt, dass das Team sich nicht wirklich weiterentwickelt hat. Und das völlig unabhängig von verletzten Spielern. Das hat damit relativ wenig zu tun. Ich denke, wir haben doch eine große Verunsicherung im Team gemerkt. Wir haben die Identität nicht gefunden. Und vielleicht kann man das alles darunter zusammenfassen, dass das Band, was Team und Trainer sehr lange sehr gut verbunden hat, sich auch in den letzten Wochen einfach nicht mehr hat zusammenbinden, verknüpfen lassen können, sodass wir nach wirklich reiflicher Überlegung, und das ist um Himmels Willen, das ist überhaupt kein Schnellschuss gewesen, sondern wir haben sehr lange diskutiert, beobachtet, uns unterhalten, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass jetzt der Moment ist, wo dieser Prozess des Nicht-Zusammenfinden-Könnens auf und auch neben dem Eis zwischen Team und Mannschaft nicht mehr umzukehren ist und wir uns deswegen entschließen mussten, Benoit heute Morgen zu beurlauben. Am Ende ist es immer eine Summe von eine Summe vieler einzelnen Faktoren, die zu einer Entscheidung führen. Es kommt nicht unbedingt darauf an, dass man verliert. Das kann immer passieren. Aber es kommt darauf an, wie man verliert. Und da sprechen dann die Ergebnisse eher eine zweitrangige Rolle, sondern wie hat man verloren. Es gibt verschiedene Punkte. Es gibt keinen Grund, in der Öffentlichkeit alle Grund zu reden. Wie wir haben schon gesagt, es ist für uns die Prozesse in dieser Saison. Wir haben nur 5 neue Leute, Spieler in der Mannschaft gekommen und wir haben vermisst, dass Frieser die Identität vom ersten Tag an und auch in die CHL-Spiele, auch in die ersten 4 Spiele. So in die Öffentlichkeit alle zu reden, die Gründe, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen Respekt haben und okay, wir haben Entscheidungen zu trennen und ich glaube, der große Punkt ist, dass wir haben das Identität gefällt vom Anfang an und auch von der Kabine zu auf der Mais. Es dreht sich überhaupt nicht um Schuld, um irgendjemand. Es geht letztendlich um die Friesers und es geht um den sportlichen Erfolg. Und wir sahen nach Wochen eine Entwicklung, die unseren sportlichen Erfolg gefährdet sah. Und dann ist es unsere Aufgabe, Entscheidungen zu treffen. Und dass wir uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben und auch nicht übers Knie gebrochen haben, das können Sie, glaube ich, alle, die Stefan und mich kennen, uns glauben. Wir überlegen sehr genau und sehr lange, was wir tun. Nur wenn wir was tun, dann tun wir was. Und das haben wir jetzt gemacht. Serge, ein junger Trainer, der ungarisch ist. Ich glaube, das hat in den letzten 2 Jahren viel von Benoit gelernt. Er kennt die Mannschaft, er sieht die Mannschaft. Und ich glaube, dass die Mannschaft in diesem Moment braucht eine Person, dass sie mit viel reden kann. Und das ist selbst der richtige Impuls. Er wird die richtigen Impuls der Mannschaft geben,
dass wir wieder anfangen, ein Spiel zu gewinnen. Serge hat seit Jahren lang in Europa gespielt. Er hat in der Schweiz als Spieler viel Erfahrung gemacht, hat in die NHL gespielt, hat mit Team Canada viele Turniere gespielt, so hat viel Erfahrung, hat auch für viele gute Trainer gespielt, wo er auch viele Erfahrung bekommen, wie er wird sich entwickeln als ein Trainer. So, ich glaube, es war eine Anfangentscheidung und wie gesagt, Serge hat uns sehr voll Vertrauen. Momentan es war die Entscheidung, dass okay, ich würde, weil die Entscheidung ist gestern Abend gefallen, dass ich würde momentan Serge unterstützen. Ich weiß nicht, wie lange es wird dauern. Ich muss erst anschauen, wie wir uns entwickeln in den nächsten paar Wochen. Ich muss den Markt anschauen. Was gibt es für Co-Trainer? Ich habe auch die A-Schein, das wir benötigen, einen auf der Bank zu haben. Wie gesagt, wie lange ich da bleiben, kann ich sagen. Aber für den momentan, die nächsten paar Wochen, sicher, dass ich auf den Beinen bleiben und Serge zu unterstützen und die Mannschaft auch zu unterstützen. Und wenn wir haben mit der Mannschaft gesprochen, jetzt sind wir alle in die Verantwortung, eine bessere Leistung zu leisten. Und ich glaube, dass wie wir können unsere Jungs, sie haben alles gegeben. Es ist wichtig, dass wir irgendwie einen Weg zu finden, dass wir ein Spiel gewinnen. Und von da an, dann, ich glaube, das ist wie ein großer Berg. Ich würde sagen, auch oben, okay, die Niederlage. Aber ich glaube, die Jungs, sie haben heute gut trainiert. Sie wissen, was sie müssen tun. Und sie sind ungerüstet, morgen das Spiel zu gewinnen.